Immerhin Energy Solutions hat im Prinzip die Lösung für die Energiewende. Sie haben hier passgenaue Motoren mit Gasantrieb und dergleichen mehr. Ich sehe die Zukunft der Energiewende, speziell jetzt hier in Bayern, aber auch für Deutschland, in kleineren, dezentralen, flexiblen Hybridkraftwerken. Der Trend geht ganz klar weg vom Schweröl hin zu CO2-freien Kraftstoffen. CO2-freie Kraftstoffe können synthetische Kraftstoffe natürlich sein, aber auch natürlich erdgasangetriebene Motoren, die dann so Strom erzeugen. Wir haben eine Reihe von Fachgesprächen geführt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die Bundespolitik vor allem die Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien verbessern muss, dass Kraft-Wärme-Kopplung ja noch lukrativer werden muss, damit viele Industriebetriebe, viele kommunale Stadtwerke den Weg in die Kraft-Wärme-Kopplung gehen und damit die Versorgungslücke abdecken, die entsteht, wenn jetzt die Kernkraftwerke vom Netz gehen. Also wir müssen es jetzt nur tun, wir haben alle technischen Möglichkeiten. Damit wären die Probleme gelöst, nach deren Lösung ja die Politik sucht.